Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich sehe dich. Ja, ihr seht Tiger auch gleich. Ich muss aber verpacken, Tiger. Ja, wir wollen jetzt verpacken. Ich hatte die Schenke ja schon alle gezeigt. So, ich mache mal so schräg, damit ihr den Tisch so seht. Und den fetten Kater. Ja, ich weiß. Ja, seht ihr, so stupst er mich an, so streiche mich. Streiche mich, ich will das. Aber Tigerchen, du musst jetzt vom Tisch runter. Du musst runter, Papi will doch verpacken. Ja, wir kuscheln nachher. Okay, versprochen. Wir kuscheln doch noch. Ja. Der ist sehr verschmust momentan. Jo, die Weihnachtszeit, wa? Oder riechst du die Katzenminze? Willst du das haben? Für dich ist ja auch ein Weihnachtsspielzeug mit bei. Ja, komm so. Und runter. Bada. Puh. Nee. Oh, jetzt kommt er schon wieder. Digga. Geh mal runter. Geh auf die Couch. Geh und schlafe. Das machst du sowieso nicht. Nein, jetzt nicht. Ich liebe dich, aber jetzt nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe hier einzelne Leerkartons aufgehoben. Da wird das nicht alles reinpassen. So. Hier könnte eine Jacke reinpassen. Hier die Kette. So, müssen wir mal testen. Das ist Brauchensjacke. Passt die? Die ist ein bisschen dünner. Ja. Ja, die passt da rein. Die können wir da lassen. Da haben wir schon mal eins. Das wird knapp. Ich glaube, das wird nicht so wirklich was, aber doch, das könnte klappen. Weil wir haben bei uns hier geguckt und keine vernünftigen Jacken gefunden. Das sind halt bei Temu bestellt. Da ist denn so eine Jacke, wie sie wollte, mit bei. Weil die bei Kick, die waren halt, die hatten wir schon mal. Die waren dann ruckzuck, waren die dann nicht mehr schön. Da war dann nichts mehr mit Daunen. So. Ja, ich würde sagen, das geht. Und ich glaube, bei so einem kleinen Paket denkt sie nicht gleich, dass da eine Jacke drin ist. So, sie hat hier mehrere zur Auswahl gehabt. So. Wenn da GameStop drauf steht, könntest du denken, ich kriege halt Spiele für die Playstation, Controller oder die Xbox Slim, also die S. So, dann immer so ein bisschen umfalten, dass man das jederzeit wieder benutzen kann. So, und dann schreiben wir mal hier rauf. Josie. So, haben wir für Josie. Habe ich hier noch eins. Da ist auch noch Verpackungsmaterial mit drin. So, müssen wir mal gucken. Passen da die Platten vielleicht sogar mit rein? Oh ja, gerade so. Gerade so passen die Platten rein. Lego auch. Ne, Lego ist es ja nicht, ist Klemmbausteine. So. Da wäre auch noch Platz, dass die anderen auch noch reinpassen. Müssen wir nur gucken. So, dann hätten wir schon mal das hier. Dann haben wir hier ein kleines. Wenn wir da was da reinpasst, dann haben wir, das könnten wir für Tiger nehmen. Die Schuhe für Frau. Oh, hier Lotti Carotti drin. Ja. Das fällt auf, wenn das mit drin bleibt. Kann ich auch so verpacken. Da machen wir das Einhorn rein. So. Das Einhorn. Dann haben wir da noch eins fertig. Gut, dann haben wir das. Dann haben wir das kann so bleiben, das kann so verpackt werden. Ich hatte doch eigentlich noch viel mehr Kartons bereitgelegt. Wo sind denn die hin? Ach, das ist ja das mit dem Styropor beim Zwerg. So, Styropor weg. Dann können wir hier noch was. Moment, muss man noch mal gucken, dass ich noch was Kleines finde. Oh, beinahe noch was vergessen. Ich habe ja für Josie noch Kopfhörer weggepackt, weil sie ihr gesagt hat, sie hat keine mehr. Weil ihre machen halt Spirenzchen. Hab dann halt noch ein Viereck im Paket im Dings gefunden. Mal hier hoch. Abpulen. Und da stellt sich die Kleine eigentlich keine Fragen, weil sie weiß, von Paw Patrol wiederverwenden, nicht verschwenden. Und man kann auch alte Kartons halt, um was aufzubewahren und was weiß ich. Und das macht das Christkind natürlich auch. Weil Christkind geht ja mit gutem Beispiel voran. Deswegen ist es nicht so schlimm, wenn es ein Amazon-Karton ist, weil die kennt es ja mittlerweile auch schon. So, ich habe jetzt hier noch einen gefunden, wo die Schuhe reinpassen könnten. Ich habe dann auch noch den gefunden. So, gucken wir erstmal die Schuhe. So. Brauchen wir nicht aus anderen Ländern die Stromdinger. Schuhe passen rein. So, schreiben wir mal auf Mutti. Nee, Mama, Mutti mag sie nicht. Ma. So. Puh. Jetzt haben wir halt noch die Kette, die Kopfhörer und Lego, Rabe Socke. Das. Wenn ich das jetzt nehmen würde und da Rabe Socke reinmache und Lego oben drauf, nicht Lego Klemmbausteine, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ich Lego abgemahnt werde, Klemmbausteine, es ist kein Lego, passt nicht, weil dann hätte ich sagen können, wie kommt denn der da rein, dann habe ich wohl nicht gesehen, weil ich bin ja fest der Meinung gewesen, dass du den in deiner Tasche hattest. Aber das funktioniert leider nicht so. Schade. Plan zurück. Passt denn nur das da rein? Nur das passt. Okay. Juna. So. Da kommen wir denn der Sache schon mal was näher. Preisschilder müssen ab, weil mit dem Rabattschild und so, das kennt die Kleine, die war mit bei, wo ich meine Schuhe gekauft habe. Ja. Dann mache ich meine Crocs nicht hier rein. Gut. Passt, wackelt, hat Luft. So. Ja, sind aber trotzdem noch bisschen zu hoch, aber egal. Papa. Haben wir dann auch. Das kann ich so verpacken. Das geht so. Das ist schön, kann man schön rumwickeln. Boah, ja, was machen wir da denn? hochvoltiger. Aber anders. Machen wir. Ganz nach unten. Dann kommt die Kette. Ja. Papier drüber, dass man nicht das Schwarze von der Kette sieht. Na, die Tüte müssen wir rausnehmen. Wir machen nur die Kette rein. Ohne Aufkleber, so. Und dann. Ja, nee, warte, machen wir was anderes. Kette. So. Machen wir das neue Klebeband. So ein bisschen wegknicken hier, damit das nicht überlappt. Ja. Zukleben. Und auch das. Ja. Zukleben, damit es nicht gleich so auffällt. So. So, aber dass es aussieht, als wenn da was. Ja? Und dann bin doch noch ein bisschen zu groß gewesen. Ja, so ist richtig. So, wenn man dann da alles Mögliche rausholt, sieht man nicht, dass da... Wieso ist denn das schon wieder auf manuell? Autofokus. So. Da sieht man halt jedenfalls nicht, oder sieht halt schwer, dass da halt ein Boden ist. So. Dann machen wir hier so ein bisschen papierloser rein. Ein bisschen Konfetti. Noch ein bisschen mehr Konfetti. So, jetzt machen wir ein bisschen größeres Konfetti. Ein bisschen stopfen. So, stoppen wir mal ein bisschen zusammen. So. Und so. So, dann haben wir für Josie. Brauche ich den großen Karton doch nicht. Und dann könnte ich das hier nehmen. Für Tiger. Der bleibt übrig. Der bleibt übrig, den verpacken wir einzeln oder auch nicht. Ich bin dann noch überlegen, weil ich Angst vor meiner Frau habe. So, wie viele Pakete haben wir denn, was wir jetzt verpacken müssen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alter, leck mich doch immer schon wieder so viele. Ich könnte auch mehrere Sachen halt in ein Paket packen. Wäre auch kein Problem. Ein großes Paket, 3, 4 Sachen rein, aber das ist doch doof. Die Kinder wollen doch auspacken. Das ist doch gerade das, wenn man auch viele Pakete. Ja, ja. So. Würde ich sagen, fangen wir mal an. Fangen wir erstmal an mit dem, was für Geburtstag ist. Da kriegt Juna halt noch das Pummel-Einhorn. Anders machen. Da sieht sie ja Rabe Socke gleich, wenn sie das so macht. Ich habe eine Idee. Na, komm her, hier. Nicht abhauen. Jetzt fragt euch, was ich hier mache, wa? Ich habe eine Idee gehabt, ich weiß aber nicht, ob es funktioniert. So. Dann können wir hier wegschneiden. So, jetzt können wir Rabe Socke, jetzt können wir das nämlich hier so reinmachen, das hier drunter Und da ist es halt wie so ein kleines Schächtelchen. Das legen wir hier einfach drauf. Jetzt fixiert das einfach mal mit ein bisschen Klebeband. Ja. Kommt es. Ein Hörnchen oben drauf, da war ja noch Platz. So. Und schon haben wir ein Geburtstagspaket. Ich werde mal diesmal Weihnachten und Geburtstag sicherheitshalber mal eine Schere dazu packen. Gleich von Anfang an. So. Soll es ja auch nicht gleich sehen. Soll ja nicht nur immer Überraschung sein, soll ja auch zweimal Überraschung sein. So sieht ja der Spaß verloren, die packt aus, sieht Rabe Socke und sieht Kuscheltier. So sieht sie erstmal Kuscheltier und dann kann man sagen, ja, da ist noch was, was? Und ah! Oh, ich liebe das. Sie hat sich ja auch gewünscht, dass ich nochmal ein Paket mache mit ganz vielen, aber da sie sich ja dieses Jahr sowas alles gewünscht hatte und schon zwischendurch immer Schleichtiere gab, ja, nächstes Mal, nächstes Jahr werden wir auch einen anderen Kalender holen. Also das mit dem Playmobil, mit dem kleinen Zeug, das nervt. Sie will nur die Figuren haben. Sie findet das ganze Set toll und spielt damit, aber halt, bis das Set voll ist und dann hast du halt nur eine Krone drin oder was weiß ich, ein bisschen Heu vom Pferd. Das nervt sie. Deswegen werden wir nächstes Jahr das so machen. Wir machen wieder einen selbstgemachten, selbstbefüllten Kalender. Da kommt dann alle 3 Tage oder so in kleine Tierchen drin und die anderen Tage ist es ein bisschen Süßes oder so. Teilen wir dann wieder auf. Und für Weihnachten, ja, da muss ich dann genug ansparen und rechtzeitig holen, wenn sie im Angebot sind und so. Tierchen und die dann halt nicht sind, zwischendurch noch kaufen oder so. Und dann kann sie dann ein großes Paket auspacken mit etlichen kleinen Paketen, mittleren. Zu noch kleineren, wo dann halt 2, 3 Sachen pro Paket nur drin sind. Nun, die Rückseite, die Vorderseite sieht nicht mehr so toll aus. Ja. Die Breite ist okay. Ist echt blöde, das Papier. Also nicht alle. So ist ja für Digger. Einige sind echt, dieses Verpackungspapier ist echt so doof, dass du das nicht vernünftig verpacken kannst, dass das halt hier reißt. Deswegen habe ich jetzt hier mehr, dass ich hier auf die Ecken halt irgendwie ein bisschen mehr machen kann, irgendwie durchs Falten, dass das nicht gleich die Ecken durchkommen. Jetzt muss ich erstmal, wie weit ist die Kamera? 31. Das ist das nächste, wenn ich mal wieder Amazon-Gutschein bekomme, weil ihr fleißig bei Amazon eingekauft habt. Also immer meinen Link benutzen, meinen Affiliate-Link. Ich kriege da ein bisschen Provision von Amazon. Da wäre ich euch sehr, sehr dankbar, weil das nächste, was fertig ist, sind definitiv neue Akkus. Weil ich habe nur noch 3, den Originalen und die 2, die ich bei Otto geholt hatte. Und die anderen, die ich geholt hatte, die Oblik heißen die. Die sind dick geworden. Die gehen noch, aber die kriege ich nicht mehr raus. Wenn ich den Knopf drücke bei der Kamera, kommen die nicht mehr raus. Das ist halt das Doofe. Und das bringt mir ja nichts, wenn ich Kopfhörer, ach Quatsch, wenn ich Batterien habe, die nicht mehr rauskommen. Die sollten schon rauskommen. So, dann haben wir das. Das ist doch noch das Einzige, was für Geburtstag ist. Dann kann ich nämlich die Geburtstagstasche schon mal wegräumen. Dass ich da nicht durcheinander komme wieder. Was ist für Geburtstag, was ist für Weihnachten, so wie die letzten Jahre. Weil die Kleine hat ja nun mal direkt einen Tag vor Weihnachten. Scheiße, geht doch nicht so, wie ich gedacht habe. So. Oh, ich muss die Kleine gleich holen. Beziehungsweise das Räuchchen ist ja auch da. Akku ist auch gleich leer. Oh, Mist. Mist. Das schaffe ich gar nicht heute. Ich will das aber heute fertig kriegen, weil die nächsten Tage keine Zeit ist. Wir müssen noch einkaufen für Geburtstag, also und Weihnachten, Großeinkauf machen. Ich bin auch alleine mit der Kleinen. Juna. Geburtstag. Brauche ich jetzt ja arbeiten? Da werde ich dann auch nicht dazu kommen, was zu verpacken. Das ist halt das Doofe. So, wir werden gleich mal Akku wechseln. Ja, noch geht er, aber ich mache mal jetzt das letzte Geburtstagsgeschenk noch weg in die Tüte und dann machen wir die Weihnachtsgeschenke. Oh, neuer Akku drin. Der fängt gleich mit 74% an, obwohl er voll ist. Ah, naja. Also beim nächsten Mal gebe ich ein bisschen mehr aus und hole mir den Sony-Akkus, original Sony-Akkus. Der hat weniger Power, der Sony-Akku, als die. Der hat 600 noch was, die haben hier 900 noch was. Sehe ich jetzt hier nirgendwo. Ja, aber ja, die gehen wenigstens noch und die anderen, ach naja. So. Dann müssen wir jetzt mal hier das Verpackungsmaterial nochmal rüberholen. Das kann dann weggeschmissen werden wahrscheinlich. So. Mal gucken, was haben wir denn hier noch, was hier so noch der Zeug drin ist. Da ist noch Band. Das kann weg. Band. Namensaufkleber haben wir hier noch. Ja, dann werde ich die mal nehmen, weil die kleben ja irgendwann nicht mehr. Da werden wir die mal nehmen. So. So. Erstmal hier unten hin. Vielleicht brauchen wir das noch was für was Kleines. So. Dekoaufkleber. So, wie viel sind denn jetzt hier drin? Ein Blatt. 26 Sticker heißt das. Was sind denn hier 26 Sticker? Wollt ihr mich verarschen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, sind 26. Die Scheiße zählt mit. Leck mich doch am Arsch. Gott sei Dank habe ich mehrere gekauft. Gott sei Dank habe ich mehrere gekauft. So, fangen wir mal an. Was nehmen wir denn jetzt als... Wir haben einmal für Tiger. Dann haben wir für Mama. Nochmal Mama. Da haben wir einmal, was haben wir denn da? Die Schuhe und die Jacke, genau. Die Schuhe und die Jacke. Tiger haben wir einmal. Dann haben wir Josie und Juna ein paar Mal. Wir haben für Papa noch die Schuhe. Jetzt zeigt Papa falsch geschrieben, ich Idiot. Naja, egal. Ich bin schon durch heute. So. Oh, ich brauche was zu trinken. Müsste eigentlich reichen, aber Papa nochmal. Mhm. So. Dann fangen wir mal mit Papas an. Dann haben wir das nämlich vom Tisch. Papa hier. Das ist noch verpackt. Das Verpackte lassen wir mal noch verpackt. Ich will erstmal das Angefangene alle wieder kriegen. Ich habe so viel Zeug hier, ey. Oh, hier sind ja auch noch ein paar Verpackte. So, das ist offen. Das ist offen. Das ist offen. Das ist offen. Die anderen sind alle verpackt. Brauche ich nächstes Jahr nichts kaufen. So. Wie viel ist da drauf? Ach ne, siehst du. Das reicht doch für Papas Paket. Ja, doch ein bisschen zu groß. Aber das ist sowieso so ein ganz dünnes Zeug. Ach, ich sollte mir die mal vorher abmachen. Ich habe hier nicht so, na doch. So, ich muss auf jeden Fall mein Odin-Ding hier wieder vorrutschen. So. Das muss nämlich über den Tisch gucken. Eins. Zwei. Drei. Fünf. 6, 7, 8, 9, 10. So. Sieht doch scheiße aus. Machen wir hier fixieren so ein bisschen. Können wir nachher dann noch besser machen. Ach, das ist so viel. Ha. Ja, geht doch. Ach, jetzt ist es hier nicht hoch genug. Hat sich umgeknickt. Jetzt aber. Ich krieg hier eine Spitze hin. Ja, auf einer Seite klappt es immer, auf der anderen Seite nicht. Es ist immer die gleiche Scheiße. Doll aus jetzt hier. Ich muss mich erstmal wieder eingrooven hier. Ah, also halbwegs auch noch was aussieht. Aber die Seite sieht auch kacke aus. Andersrum mache, das große, das so rein, das umgeknickt so. So. Na, guckt mal. Da kriegt man das auch vernünftig hin hier. dahin. So. Und da kleben wir jetzt Papa rauf. Papa. Dann haben wir Papa fertig. Und dann nehme ich mal meinen PC-Stuhl. So, umdrehen. Dass ich da alles vernünftig stapeln kann. So. Oh, ja, Tiger machen wir nachher. Kommt zum Schluss dran. Ich glaube, ich habe das aber gehört. Wer ist denn das jetzt? Ist das Mama? Ja, doch, das müsste Mama sein. Okay. Nicht, dass ich verkehrt rumgemacht habe. Nee, brauche nicht Info da, Mama. Erstmal die, die alle so relativ viereckig sind, die man gut stapeln kann. Dran. Hm. Wie sieht denn das aus? Moment. So. Ich mache jetzt erstmal, wenn ich gerade dabei bin, die Pakete hier alle so größtenteils zu. Ja, das ist da drin, aber ich dachte, dass das drin ist. So. Dann wollte ich nämlich nachher nämlich nur noch verpacken. Das kann alles so bleiben. Das müssen wir noch. Das kann so bleiben. Das kann so bleiben. Das kann auch so bleiben. Ja, das machen wir nochmal sicherheitshalber zu. Das ist das mit dem Lego-Zeug. Klemmbausteine. Es war auch eigentlich eine bewusste Entscheidung, dass ich mich für Klemmbausteine entschieden habe und nicht für Lego. Wenn ihr das zum Beispiel verfolgt habt bei YouTube mit der Klemme, dass die jetzt zumachen muss, obwohl das ja nicht, wie ich jetzt, wie gestern Abend ein Video gesehen habe, nicht auf Legos Seiten ist. Das ist von den Händlern in Wien oder so ausgegangen. Also von den anderen Händlern da, aber auch mit Johnny's World und hast nicht gesehen, wo Lego sich immer wieder da, nee, sag ich mal. Und die Dinger, was es da jetzt gibt von Lego, also muss ich sagen, das kann mit dem Lego, wie ich es kenne, aus meiner Kindheit, nicht mehr mithalten. Also das neue Lego. Also ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. So, dann machen wir das. Dann machen wir Tiger auch gleich noch zu hier. Und deswegen von mir eine ganz bewusste Entscheidung, Lego nicht mehr zu unterstützen. Wir haben auch für Juna auch kein Lego Duplo mehr gekauft gehabt. Wir haben ja Lego Duplo. Also immer noch. Also das, was wir damals geholt haben. Aber jetzt, wo das da alles so angefangen hat, nee, möchte ich Lego nicht mehr unterstützen. Und dann kaufe ich auch kein Lego mehr. Da verweigere ich mich. Da sage ich, nö. Das tut net Not. Mama, Mama, Tiger, Juna. Hätte man nochmal hier über was draufschreiben, wo nichts drauf steht. Juna. Hier steht auch nichts drauf. Doch, hier steht Josie drauf. Schreibt man nochmal deutlicher oben hoch. Josie. Juna. Mal gucken, was hat das hier irgendwie drüber buxiert bekommen. Jetzt. Och, Mist. ist der scheiß Akku schon wieder leer, ey. Ich wechsle ihn gleich. Ich hoffe, der hält noch durch. Weil sonst kann ich das Videomaterial vergessen. Na, 15%. Weil ich hab ja auf 4K umgestellt jetzt. Also ich nehme 4K auf. Aber das Material repariert er halt nicht mehr. 1080p konnte er dann teilweise noch reparieren. Aber 4K nicht. Vielleicht weg. Doch nochmal wieder auf 1080p umschwenken. Weil es, wenn was ist, wenigstens repariert werden kann von der Kamera aus. 4K nicht. So. Und hier steht nichts drauf, also Juna. Und hier, den haben wir schon verpackt, das ist Josie. So, dann haben wir die gröbste Verpackungskacke gemacht. Jetzt können wir einfach uns auf die Kleine konzentrieren. Ich denke mal, das ist so ein bisschen einfacher. Dann muss ich noch mal kurz den Akku wechseln. So, steht schon wieder auf MF. Also immer wenn ich einen Akku tausche, wechselt der in den manuellen Modus. Nein, ich will Automatik. So. Ach Gott, wo fangen wir denn an? Wo fangen wir denn an? Wenn ich sowieso schon gequält bin mit den Großen, würde ich sagen, machen wir die Großen. Machen wir hier die Bäden. Mama fertig. Hoppala. Das ist mir hier rausgerutscht. Ach, scheißegal. So. Ja. Sollte passen. Normalerweise kannst du die Schere auflassen und einfach durchziehen. Aber bei dem dünnen Papier hier teilweise ist das nicht gut. Oh, das ist ein bisschen knappig, oder? Das ist ein bisschen knappig. Wenn wir das so machen. Sieht ein bisschen besser aus. Hier ist eingerissen. ist wieder zu lang. Ist mit mir heute los? Jetzt sieht ja aus wie... Oh Mann, ey, sieht aus wie hingeschissen, ey. Ich weiß nicht, was heute los ist, ey. So, und das ist ein Paket für Mama. Machen wir mal den Weihnachtsbaum hier drauf. Das passt hier am besten dazu. Oh, jetzt habe ich die Spitze abgehoben. Ach, die Klemo ja nicht so schön. So. Dann haben wir hier noch was Kleines. Das gleiche. Ich will noch nicht das gleiche nehmen. Wir nehmen jetzt was anderes. Sieht doch doof aus, wenn man das gleiche nimmt. Das war dicker, da geht schon. Gleich mal wieder ein bisschen Klebeband vorbereiten. Da 47%. Ach Mist. So, erstmal provisorisch zumachen. Ach, das sieht auch wieder nicht so. Also sieht schon mal auf jeden Fall besser als die anderen aus. Aber das Gelbe vom Ei ist es immer noch nicht. Mama. Oh Gott, ey, das nimmt ja kein Ende mehr, ey. Das ist für Juna. Dann nehmen wir nochmal das mit dem Weihnachtsmann. Das Reizieher. ist zu hoch. Da ist so viel dran. So, jetzt haben wir es aber, oder? Und das war Juna. Klemmbausteine. Also Papa, ich doppelt, weil es falsch war, dann kann man das auch wegkleben. So. Mama, Junge, Mama, Papa. So, dann machen wir jetzt nochmal Juna. Da haben wir noch ein Paket für Juna. Das ist aber alles rot. Und dann nehmen wir nochmal. Warte mal, das hat dann geplatzt. Nehmen wir nochmal das. Aufheben. Oh, 5% Akku. Wir müssen den Akku tauschen. Und wieder auf manuell. Also jedes Mal, wenn ich den Akku tausche, ist das hier umgestellt. Warum auch immer. So. So, wieder ein paar Abmachungen. Das mache ich jetzt noch und dann müssten wir die dann erstmal alle in ein Säckchen machen und wegräumen. Sonst wird das zu viel. Und die Kleine kann ja auch jederzeit wieder reingestürmt kommen. Und dann ist das sehr von Nachteil, wenn da so viel Zeug liegt. Breite Seite zuerst. Ich krieg das nicht mehr so schön hin wie früher. Josie. Das war eins für Josie. Oder? Nee, doch, das sind schwarze, ja. So viel sind es ja gar nicht mehr. Oh Mann, 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 Mann. Ach doch, hier sind ja auch noch welche. Oh. Oh, Tiger noch. Das ist Tiger. Oh. Machen wir mal nach klein, nach groß. Groß nach klein. Genau. Ich brauche nämlich immer so kleinere, längere, immer unterschiedlich, je nachdem, wo halt gerade zu machen ist. So, dann haben wir das Band nochmal. Abgeschnitten werden. So. Oh, bitte lass passen, bitte lass passen, bitte lass passen. Ja, passt. So, dann fixieren wir das erstmal. Dann machen wir das hier rüber. Die Tischdecke geschnitten hier, glaubst du? Alter, warum krieg ich nicht immer so hin? Zack, zack, zack und hier ist es. Was ist das zum Kotzen, ey? Könnte sein, dass jetzt das, was ich davor habe, kaputt ist, weil der Akku schon wieder leer war. Lassen wir uns überraschen. So. Und Juna. Das ist Josie. Dann kann das. Ach ne, hier haben wir noch einen. Josie. Wo sind die anderen hin? Ah, die sind hier. Ist ja schon auf. Oh. So, Josie. Ah, hier ist ja doch noch eben drauf. Okay, wir müssen nicht alle. Juna und Josie. Josie. Mach ich nochmal Josie. Kleinere hier. Ne, warte mal, machen wir das große. Da bleibt bestimmt was über. Ja, nur die Hälfte. Dann machen wir das. So. So. Ein Stück weiter. So. Weiter sicherheitshalber. So. Ach, jetzt habe ich zweimal Josie geschrieben. Juna brauche ich doch. Ah, ich habe ja trotzdem noch, ja. Verklebt. So. Was war hier drinnen? Ach, das war ja das. Ja, genau. Das ist nochmal Juna. Kommst hier voll durcheinander, ey. So, dann können wir das noch machen. Müsste doch dann fast gewesen sein. Von Merima haben wir dann noch zwei, wo ich gucken muss, wie ich die einpacke. So, jetzt aber. Ha! Leck mich am Arsch. So. Und das ist für Josie. So. Dann brauche ich noch einmal Josie für die Gitarre. Kommt das einfach auf den Karton drauf. So, ich gucke schnell in den Sack. Ich bin gleich wieder da. Das Mikrofon kurzzeitig auf dem Tisch liegen. Ach Mist. Hier klebt was drin. Da waren Flaschen drin. Also die Tasche nicht. Aber die hier. So. Mal gucken, wie wir das jetzt am besten reinpacken. Dass alles irgendwie passt. So, wir können die Großen nämlich schon in diesen stabilen Beutel machen wollen. Das ist am schwersten, kommt nach unten. Na gut, dann wartet schon. Nehmen wir das noch. So, ihr könnt ja hochkant machen. Machen wir das so. So hochkant. Dann kann das nämlich noch mit rein. Und das für Tiger. Zack. Eine Tasche voll. Dann haben wir die hier noch. Ich habe aus dem Auto noch mehr hochholen sollen. Ey. So. Dann machen wir das rein. Und das. Dann haben wir hier hinten noch Luft. Da passt dann noch das Kleine rein. Und das passt dann noch rein. Ah, nee, lieber nicht. Das ist ein bisschen eng. So. Noch eine Tasche voll. Mist, brauche ich doch noch eine. Stoffbeutel jetzt hier. Ist aber ohne alle drin. So doof. Scheiße, Stoffbeutel ist kacke. Ich habe nur eine, die war eigentlich mit Badezeug gepackt, weil wir eigentlich eine Therme wollten demnächst jetzt, die Woche vielleicht. Aber Juna hat wieder Schnuppi. Und da sagen wir, dann fahren wir lieber nicht, was sagt Frau, halt hier wird. So, da haben wir so ja noch Platz. Da können wir so ja die anderen, die den großen hier noch mit drin machen. und das kleine. So, und dann haben wir die nämlich für die von Merima. So. Oh Gott. Und wer kann die ganze Scheiße wieder hochschleppen und unterm Baum verteilen? Ich. So. Wer kann die gleich wieder Ordnung machen? Ich. So, da hat sie gesagt, das ist für Juna. Juna. Josie. Okay, müssen wir aber gucken. Das war das Amazon-Dingsbums kriegen. Das Christkind bestellt nicht bei Amazon, denke ich mal. Nö. Ich wollte auch die Gitarre, wollte ich ja gleich verpackt haben. Ja, wollte ich sagen, hier als Weihnachtsgeschenk. Ja, das ist leider nicht möglich, weil sie nicht direkt von Amazon kommt, sondern von einem einzelnen Händler. Und der bietet das halt nicht an. Fand ich scheiße, ehrlich gesagt. Wird ein Kleiner sein, der das nicht anbieten kann, aber für mich, in dem Augenblick, war es scheiße. So. Müssen wir mal kicken. Ich habe ja hier noch was über. Da kommt der drin. Da kommt der drin hier. Jetzt müssen wir nur gucken. So. Ja, wenn die Kleine größer ist und lesen kann, dann geht es nicht mehr mit Amazon-Kartons. Beziehungsweise dann müssen extra Kartons geholt werden und da reingemacht werden. Ja, den langen brauche ich gleich. Einmal Klebeband hier drauf. Hier gehen wir nach vorne. So. So, halbwegs passt das schon mal. Gut. Da fehlt doch noch was. Die silberne Kette hatte ich ja im Paket und da unten bei dem eben drin. Ja, gut. Ich wollte gerade sagen, da fehlt doch noch die silberne Kette. So ein paar Überraschungsfindungsaufgaben tun da ganz gut zu Geburtstag und Weihnachten, finde ich. Oder? Was sagt ihr, Leute? Immer nur ein stinknormal Paket einpacken. Ja, auch doof. Ja, das kriege ich jetzt hier nicht so genau hin, weil der Karton so doof ist, weil es ja dieses leichte Material ist. Also ach, Mist. Wird doch nicht genug, doch. Ja, das ist nicht das weltbeste verpackte Geschenk. Sieht halt nicht so doll aus. Durch diese leichte Verpackung, die macht das halt alles so ein bisschen schwer. Aber ja, da kicken die Kinder da sowieso nicht drauf. Die kicken, wo der Name drauf steht, beziehungsweise ich gebe es ja dann nach vorne, ich bin ja vorne. Und jeder darf dann einmal ein Paket aussuchen. Also praktisch, ich gebe ein Paket vor am Anfang und sagen wir mal, Juna ist da, dann sagt Juna, welches Paket sie als nächstes haben will und dann sagt sie welches und ich gucke drauf und sage, für wen das ist und dann muss entweder Juna, Mama, Josie nach vorne kommen und das Paket entgegennehmen. So, müssen wir mal gucken, wo haben wir denn hier noch? Da hat jetzt die Paket, ah, Josie halt gemacht. Kriegt sie das hier? Jo. Sie. Kleine, dezente. Und nicht zu übertrieben. Nicht, dass er wieder heißt. Kitty. Und dann brauchen wir noch einmal eine Juna. Nehmen wir das blaue hier. Juna. So, dann kann das nämlich weg. Achso, ich hatte ja die blauen Säcke hatte ich hier jetzt hier fertig gemacht, damit das nicht so auffällt. Ach. Kriegen wir schon alle wieder hin. So. Dann kann ich das nämlich hier wegmachen. Schon mal, das brauchen wir nicht. Ja. Wie viel ist denn das? Ach, das ist ja Larifari. Es geht noch für was Kleines nächstes Jahr und dann ist das alle. Und der nächste angefangene müsste dann jetzt auch bald alle sein. Nehmen wir das jetzt nochmal oder nehmen wir jetzt mal was anderes? Nehmen wir mal das hier mit den Sternchen. Oh Gott. Da hatte ich gut gekauft hier, bei den Rollen. Da war ordentlich was drauf. Aber die anderen, die meisten, jetzt hatte so Kurs, da ist ja kaum noch was drauf. 2 Meter oder so. Für was soll denn 2 Meter reichen? Und 70 breit. Und hier habe ich dann noch welche gehabt mit 5 und 7 Metern und so was alles. So. Wo haben wir denn jetzt? Müsste aber dann auch das letzte sein. Wie spät haben wir denn das überhaupt jetzt gerade? 15:40. Müsste nämlich auch mal langsam Mittag essen. Ich habe noch kein Mittagessen. So. Gerade machen. Und einmal fixieren. So. Gleich haben wir's geschafft, gleich haben wir's geschafft, gleich haben wir's geschafft. So. Wenn nicht nur immer 4 Seiten zu verpacken wären, wäre das eigentlich ganz cool. Aber du musst ja halt immer dann so machen, dass das halt 4 Seiten sind. Wo ist denn das jetzt hier offen gewesen? Hier. So, einmal da. Hier. Hier rüber. Provisorisch. Die andere Seite hat mir besser gefallen, ja. Ja, die Seite ist definitiv besser gelungen. So. Jetzt brauchen wir für die andere Seite natürlich noch Klebeband. Da mache ich aber jetzt erstmal nur Zweier ab. Naja, das wird jetzt nicht. Oder doch? Könnte noch was werden. Ein bisschen was wird das. So. Muss ich mir noch Wäsche waschen heute. Das wollte ich gestern schon machen, aber Frau hat gesagt, Sonntag wäscht man keine Wäsche. Was essen würde ich gerne. So, fertig. Ich hab's hingekriegt. Oh Gott. 3 Kreuze im Kalender. So. Und hier ein Weihnachtsmann drauf. So. Jetzt muss ich mein Mikrofon wieder beiseite legen. So, dann kommt das hier. Einen wunderschönen. Ja, wie ihr seht, ich bin gerade am Bearbeiten. Die Kamera ist dann halt ausgegangen, weil nicht, weil der Akku nicht erreicht hat, der hat diesmal erreicht, aber die Speicherkarte war voll, die 128 GB, weil ich gerne 4K aufnehme. Ja, die war dann halt voll nach 2 Stunden 21 Minuten. Weil wird ja auch noch so andere Dateien, die mit aufgenommen werden. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Qualität ist gut, weil irgendwie ist der heute auch wieder, ist die Kamera auch immer wieder in den manuellen Fokusmodus, also MV. Umgeschwungen, warum, keine Ahnung, jedes Mal, nicht jedes Mal beim Akku wechseln, aber fast jedes Mal beim Akku wechseln, kann es euch nicht beschreiben. Wir haben alles verpackt, wir sind soweit fertig. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt morgen, na morgen wahrscheinlich nicht, aber übermorgen oder so, noch das Weihnachtsgrußvideo machen kann für euch, was natürlich Weihnachten vormittags schon kommt, bevor wir die Geschenke auspacken. Frau, ich muss morgen nochmal arbeiten, ich muss auch gleich hoch zu ihr. Und ja, dann müssen wir noch Großeinkauf machen für Weihnachten. Ist ja nicht nur Weihnachten bei uns, bei uns steht ja am 23. Geburtstag von der Kleinen an. Da kommt Schwiegermutter, Schwiegervater und mein Schwager. Dann kommt, dann steht Weihnachten an am 24. Am 25. sind wir dann bei Schwiegermutter. Ja, und dann ist ja auch noch der 26. Da bin ich dann alleine mit der Kleinen. Und das freue ich mich wieder arbeiten. Den zweiten Weihnachtsfeiertag, und dann ist ja auch nicht mehr so lange bis Silvester, dann müssen wir schon den nächsten Großeinkauf machen und für Silvester planen. Da wissen wir aber auch noch nicht. Das wird dieses Jahr wahrscheinlich kein Raclette geben, weil wir haben letztes Jahr auch nicht so viel gegessen. Also ich schon, aber ne, die anderen nicht. Und ich muss ja nicht unnötig essen, ja, sagen wir mal so. Also wenn ich es vermeiden kann, dann versuche ich es zu vermeiden. Ja, und da gibt es der Mini-Bratwürste, hat sich die Kleine gewünscht. Ich werde euch natürlich wieder dran teilhaben lassen, so wie ich kann. Aber für das Video ist jetzt erstmal Schluss. Ich weiß nicht, ich glaube also bis jetzt sagt er eigentlich, dass alle Videodateien funktionieren. Also ja, das ist die eine vom letzten Mal, wo ich nochmal aufnehmen musste, aber bis jetzt scheint hier alle zu funktionieren. Ich hoffe, ich habe jetzt so durchgeguckt, also mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass irgendwo eine Videodatei fehlt. Aber ich bin halt auch schon ziemlich K.O., also könnte sein, dass irgendwo eine Videodatei fehlt. Das ist dann halt, weil die Kamera immer ausgegangen ist. Aber wir drücken mal die Daumen, dass es nicht so ist. Ich wünsche euch viel Spaß mit, also ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Jetzt ist das Video ja schon vorbei. Brauche ich euch keinen Spaß wünschen. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Feiertage. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.